Hören Sie, Diane, ich habe schon so viele Jugendliche hier drin erlebt. Ein paar von denen fangen wir auf und die anderen müssen wir leider aufgeben. Liebe hat nichts damit zu tun. Unglücklicherweise. Ihr Skeptiker werdet schon sehen. Hey, wo wohnen wir jetzt eigentlich? Saint-Hubert, nahe der 116. Ich bring dich wieder in die Spur. Wir unterrichten dich zu Hause. So wie du drauf bist, kannst du nicht auf eine normale Schule gehen. Hör zu, Steve, du bist doch keine 24 Stunden hier und schon sieht's hier aus wie im Slum. Räum gefälligst auf. Setz dich hin und halt die Klappe. Richtig. Wenn du wegen deines Sohnes nicht mehr regelmäßig kommen kannst, dann pack dein Zeug und sayonara, blöde Kuh. Guck mich an. Guck mich an. Wir sind jetzt ein Team, wir zwei. Ich werde auf dich aufpassen und dich beschützen. Die neue Nachbarin scheint nett zu sein. Sie ist Lehrerin und macht eine Auszeit. Ich bin Diane Depré, die Nachbarin von gegenüber. Denkst du, du könntest uns einen kleinen Gefallen tun? Sieht zwar noch nicht toll aus, aber wir haben schon fast alles in Schuss gebracht. Stoßen wir darauf an, dass es anhält. Das Leben mit Steve ist ein Glücksspiel. Du gewinnst so lange, bis du verlierst. Bist du verrückt, mein Auto, du dreckiges Schwein? Steve ist gewalttätig. Er ist ein lieber kleiner Junge und er hat viel Charme, aber wenn ihm die Sicherung durchknallt, kommt man ihm besser nicht zu nahe. Dann wird es gefährlich. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Viel Glück, Madame. Wir lieben uns doch noch, oder? Das ist das, was wir zwei am besten können.